Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Icarus mit eurem Bobas. Wenn euch der Content gefällt, lasst mir gerne ein Like da. Von mir aus auch ein Dislike, unterstützt mich alles. Und von daher, ich würde sagen, wir werden heute mal ein bisschen jagen, weil ich brauche nämlich einiges an Leder. Ich möchte unbedingt den Bogen herstellen. Jetzt muss ich nochmal gucken, was ich da nochmal gebraucht habe. Und zwar diesen Langbogen. Wo bist du? Da. Und zwar brauche ich da 32 Leder. 32 Leder. Warte mal, ich möchte bitte, dass du nach außen aufgehst. Dankeschön. So, von daher werde ich jetzt mal... Jawohl. Bogenmäßig habe ich den jetzt gerade. Ich habe 20 Knochenpfeile. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier in die Richtung. In der Hoffnung, dass ich irgendeinem Tier begegne. Ich muss dann natürlich auch in den Schleichmodus gehen. Es ist natürlich jetzt gerade Morgenanbruch. Was habe ich eigentlich einstecken? Na gut, ein bisschen was habe ich einstecken, ne, aber... So, hier haben wir ja schon öfters mal auch Tierchen gesehen. Da vorne ist zum Beispiel eine Ziege. Yes. Also was auf jeden Fall gut war, dass ich ausgebaut habe an der Stelle mit den Bögen und sowas. Wo liegt jetzt das Viech? Da. Ein Pfeil? Kein Pfeil? Ist der Pfeil kaputt jetzt, oder was? Oh Mann. Die Pfeile, wenn halt kaputt gehen, ist immer schade. Aber gut, was will man machen, ne? Oh, 22 Leder schon mal. Das ist gut. Wo ist das Knochengerüst? ...15 Knochen haben wir rausbekommen. Da drüben ist auch ein Tierchen. Ich möchte aber natürlich schauen, dass ich erstmal hier vielleicht noch eins sehe. Und natürlich möchte ich die Wölfe jagen, die mich da das eine Mal erledigt haben. So, schauen wir mal, ob ich dich erwisch. Yes. Und der Pfeil ist diesmal stecken geblieben, ne? Jawohl, gut. Dann können wir eigentlich schon den Bogen jetzt bauen, würde ich sagen, ne? Schauen wir mal, ob hier noch ein Tierchen kommt. Was habe ich an Gewicht? 70 Kilo? Jawohl. Das nächste Opfer kommt. Ah, verdammt. Verdammt. Ist natürlich die Frage, ob ich den Pfeil hier irgendwo finde oder ob der tatsächlich jetzt hat in dem Tierchen steckt. Yes. Na gut, die Skillung macht es halt möglich, ne? Kein Pfeil? Nee. Kein Pfeil. Schade, echt. Und nochmal 18 Leder, das ist cool. Jetzt nehme ich aber mal diesmal die Spitzhacke. Einundzwanzig Knochen. Da habe ich auch schon mal dran geknabbert anscheinend.
Okay, wir gehen zurück, allerdings darum. Dum, dum, dum. Also ich halte mich auch zurück mit dem Bauen. Ich würde sehr gerne noch viel, viel mehr bauen. Aber es ist halt einfach so, dass es schade ist, wenn hier irgendwas... Die eine Wand ist falsch rum. Moment. Verdammt, die laufen wieder da oben hin. Das Dumme ist, wenn die da hochlaufen. Obwohl, es geht eigentlich, ne? Weil normalerweise ist da hinten Ende. Schauen wir mal, ob ich die noch sehe. Verdammt. Dadam, dadam. Oh Mann. Habe ich dich erwischt? Yes. Okay. Moment. Aber natürlich einige Pfeile verschossen. Gut, wir können uns jetzt auf jeden Fall einige Pfeile noch machen. Alles nehmen, danke. Wir gehen wieder auf die Spitzhacke. Jetzt schauen wir mal, wie viel wir jetzt kriegen. 23. Also ich denke, es ist schon gut. Wenn man die Spitzhacke nimmt anstatt das Messer für die Knochen. Ich schaue wirklich, dass ich jedes Tier jag. Wo bist du? Ach, da. Habe ich einen Pfeil? Oh ja, danke. Aber gut, die Pfeile nimmt man, glaube ich, auch so auf, ne? Nein. Die Pfeile nimmt man auch so auf. Das ist ganz nice. Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass man wesentlich mehr Knochen abbaut, wenn man das mit der Spitzhacke macht. Also merkt es euch, probiert es mal aus. Mal einen Schluck Wasser trinken. Wir haben hier drin... Wir haben hier drin 18,8 Liter. Ganz oben in dem leichten hellgrünen, da steht's. Es ist schon... Ja, wahrscheinlich kann ich hier irgendwie die Schläuche oder sowas reintun, die Lederschläuche. So, gucken wir mal. Wir brauchen einen Bogen. Und wir können uns den sogar herstellen. Jawohl. Ich weiß nicht, für was wir die Seile brauchen. Ich würde hier jetzt einfach mal das Maximale machen. Oxidlösung. Da weiß ich halt immer noch nicht, ne? Ich weiß nicht, für was ich die brauchen kann, aber ich denke mal, für irgendwas wird es gut sein. So, wir legen den Langbogen hier drauf. Oh, yes. Longbow.
Dann gehen wir mal nach unten an die Truhen, weil ich nämlich jetzt noch Knochenpfeile. Wie viel kann ich denn maximal herstellen? 22. Also dann machen wir die mal. Ich weiß nicht, wie viele. 54 bis 60 Projektilschaden macht der, ne? Plus 1 Munitionskapazität und der hat auch 25, plus 25 Projektilschaden. Horizontale Streufeuer beim Feuern aus der Hüfte. Vertikale Streufeuer beim Feuern aus der Hüfte. Ne? Streufeuer beim Zielen. Warum steht es zweimal immer da? Achso, horizontales, vertikales, okay. Plus 300 Feuerrate pro Minute und 700 Millisekunden Nachladegeschwindigkeit. Da haben wir auch im Grunde fast das gleiche, nur hier sind es 45 und hier sind es nur 30. Also da muss man jetzt aufpassen, weil plus 30 Streufeuer und hier plus 40 Streufeuer heißt natürlich, dass der Bogen wesentlich genauer ist, ne? Und hier auch, da hat er plus 10 und da plus 8 horizontal beim Zielen und vertikal. Also ist das schon mal nice. So, wir haben Fleisch, was gleich kaputt geht. Wir haben Fleisch, was auch hier gegessen werden möchte. Deswegen hauen wir mal das Fleisch jetzt hier rein. Holz haben wir noch drin. Ich würde aber sagen, trotzdem den Stapel nochmal teilen und dann haue ich hier nochmal was drauf. Aber wenn wir losgehen, dann werde ich auf jeden Fall... Holzfackel. Werde ich auf jeden Fall meine Taschen leeren. Weizen habe ich da einstecken, okay, wo auch immer ich den eingesteckt habe. Holz, Knochen, Stöcke. Da haben wir noch Fasern. Die sollen aber bitte dahin. Ja, das Weizen, warte mal, ich habe ja hier das drin. Würde ich sagen, wir tun hier die Knochen mit rein. Wir tun natürlich das Fell hier mit rein. Wir tun auch das Leder hier mit rein. Das Weizen lassen wir auch hier bei den Sachen. So, dann haben wir das da auch aufgefüllt. Wir können im Inventar mal hier so einen Stack reintun. Und tun im Grunde dann den Rest hier mit rein. Ich habe hier noch eine Holztür. Die hatte ich vorher hier drin, ne? Keine Ahnung, die kann ich ja auch jetzt einfach mal rausschmeißen in die Kiste oder sowas. Weil hier soll nämlich auch der Bogen rein. Die Seile, okay. Bleibt eine der größten Erfindungen der Menschheit. Ein Seil, okay. Ein zentrales Element bei der Herstellung verschiedener Baumaterialien und Geräte. Von daher denke ich mal, ist es nicht so verkehrt, dass wir das gemacht haben. Lilien können hier mit drauf. Siliziumoxid. Oh, warte mal, ich wollte doch oben mal nachgucken. Wegen diesem Ofen. Der hier. Wir brauchen 12 Leder, 80 Stein, 4 Stöcke. Stapel teilen. Nein. Wie kann ich das teilen irgendwie? Alles nehmen, Transfer All. Stapel. Das da unten kann man nicht lesen, ne? Ja, okay. Stein habe ich jetzt halt vergessen. Und was war es? Stöcke? Leder? Oh Gott. Noob. Stöcke, ja. Habe ich doch. Ja, ich habe die wieder nicht erwischt, ne? 80 Steine, alles klar. Da habe ich wieder zu schnell geklickt und die hat es nicht mit rübergezogen. Oder auf die falsche Taste wieder gedrückt. Das kann auch sein.
So, dann klopfen wir mal hier noch ein wenig an dem Stein rum. Brauchen wir da. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Aber wir haben immer noch Rot da oben, ne, bei dem Experience. Ja, die Ausdauer. Ich weiß schon. Ich kann bloß nicht warten. 65, 68, 70. Na komm. 73, 76, 80. So. Wir können den Steinhochofen bauen. Los geht's. Es braucht 20 Sekunden, sorry. Ich würde jetzt mal sagen, ich schmeiß mal jetzt die Tür einfach hier rein. Ist ganz egal. Bist du schon fertig? Okay. Das ist nur die Frage, wo stelle ich den hin, ne? Vielleicht an die Wand. Simple Furnace for Smelting Raw Ores into Pure Metals. Technologie der Bronzezeit, die jetzt im Weltraum eingesetzt wird. Deploy. Okay, wir brauchen mit Sicherheit Treibstoff. Genau, Kraftstoff. Ist in Ordnung, haben wir ja ein bisschen was da. Und wir haben hier Silizium-Dingsbums-Erz. Aktivieren. So. Kupferbarren, Eisenbarren. Schmilzt es dann? Ein Hauptbestandteil von Beton, Glas und vielen anderen Materialien. Ach, das bringt gar nichts, ne? Silizium-Dioxid-Erz. Da passiert gar nichts, ne? Nee, da passiert nichts. Also wir brauchen Kupfer und wir brauchen Eisen. Das sind die zwei Dinger, was wir brauchen. Also tue ich die Dinger wieder raus. Die kommen dann und zwar hier jetzt rein. Das Leder und die Stöcke kommen wieder nach unten. Pfeile haben wir jetzt halt einige. Wir können mal... Warte mal, wie viel ist denn da noch drin? 23 Holz, okay. Ich finde es so cool, dass das halt mit einem Klick einfach zack aus. So, wir trinken nochmal einen Schluck. So. Na, wenn man das Haus verlässt, sollte man alle Lichter löschen. So, Sauerstoff brauchen wir jetzt an sich nicht. Wir haben noch 22 geladen. So, wir tun natürlich die Stöcke hier rein und ich tue das Leder hier rein. Ja, wir brauchen halt 5 Knochen pro Knochenpfeil, ne? So, wir essen einen Schluck und ich würde sagen, Stapel teilen. Wir nehmen hier jetzt einfach mal was mit. Dann bin ich nicht unbedingt darauf angewiesen. Ich würde natürlich gerne auch so einen Trinkschlauch machen, aber ich glaube, den muss ich erst noch freischalten. Der war irgendwo hier, ne? Glaube ich. Alter, ey, was da alles noch machbar ist. Hier ist er, der Trinkschlauch. Ein Entwurf, den müssen wir natürlich... erstmal freischalten und genauso, wir müssen erstmal Eisen finden und ich hoffe, dass ich mit meiner Steinhacke
so weit zurechtkomme, dann muss ich eher mal einen Stein schnell holen. Dass wir das Ding auch reparieren können. Wie ist das damit? Repair, brauche ich einen Knochen oder sowas? Ich hätte jetzt zu gern. Doch gesehen. Bleib stehen. Mensch. Also, ich hole mir noch schnell den Knochen. So viel Zeit muss sein. Ich weiß halt wieder nicht, wie ich da einzelne Dinger machen kann, ne? Repair. Und da brauche ich, glaube ich, nur den Stein. Dann hätten wir das auch repaired. Jawohl, gut. Die Tür kann offen bleiben, das ist egal. Wer soll hier einbrechen? Steht das Vieh einfach so da, ne? Ich rechne halt immer mit allem Möglichen, aber nicht mit sowas dann im nächsten Moment. Ich habe keine Fackeln. Oh, ich bin ja doof. Ich wollte doch Fackeln mitnehmen. Sorry, Leute, ich muss nochmal. Bist du schon wieder da? Vor allem das Feuer brennt. So, schau noch mal rein. Herstellung. Bodenfackel. Fasern, Stöcke und Schwefel. Fasern, Stöcke, Schwefel. So, Bodenfackeln. Maximum 6 Stück. Ich denke, das ist in Ordnung. Mach einfach mal. 0,5 Kilo hat er eine. Also 3 Kilo. Ja, ich denke mal, dass 6 Stück reichen, oder? Das dürfte doch jetzt halt nicht das Problem sein. So, Fasern rein, Stöcke rein. So, das Fleisch, das verdirbt ja immer Stück für Stück, also. So, das heißt, wir sind leer. Was natürlich auch gut ist. Alter. Ach. Ehrlich jetzt. Ich... Ja, okay, so kann man natürlich auch seine Pfeile verschießen, ne? Das war doch ein astreiner Schuss. Naja. Was soll's. Wir haben jedenfalls zwar einiges dabei, aber nichts, was man nicht irgendwie ersetzen könnte. Also sprich, die ganzen Werkzeuge, die ich jetzt da unten drin habe, die sind natürlich... Die sind natürlich, schon teuer, sage ich jetzt mal, vom Herstellen her. Aber... Machen wir mal mit der Axt. Also ich denke mal Spitzhacke und... Spitzhacke und die Axt, die sind auf jeden Fall am besten geeignet.
hätten wir noch ein bisschen Weizen, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich es mitnehmen soll, aber... So. Wir haben, glaube ich, immer noch... Ja, also wir haben immer noch unseren Leichnam da vorne liegen. Und es wäre natürlich schon nice, wenn ich die Wölfe, wenn ich mich rächen könnte. Ich darf aber nicht die ganze Zeit rennen, weil sonst wird's blöd. Wenn ich dann keine Ausdauer mehr habe. Wir nehmen da natürlich alles mit, ne? Wenn wir was zum Essen brauchen, wir können uns das dann jederzeit durchbraten. So, Consume Stuck. Wasser habe ich halt keins, aber das sollte kein Thema sein. Also ich krieg sogar aus dem Kaninchen bekomme ich mehr Knochen raus. So. Jetzt hör mal auf zu jagen. Du kannst hier die Oxid kannst du mitnehmen. Die kannst du dir auch immer dann draufschmeißen gleich. Da würde ich eh sagen, bauen wir mal schnell noch hier ab. Einfach nice to have. Vor allem jetzt haben wir wieder die Erfahrungspunkte oben. Jetzt haben wir den letzten Schnörpfel an Rot weg. Mit dem Stein auf jeden Fall. So, schnauf durch, schnauf durch. Also wenn du nur farmst, schaffst du natürlich schon... Da hätten wir jetzt halt Schwefel zum Beispiel. Nehmen wir auch einmal mit. Weil Äste und so weiter und... Das Zeug ist schnell eingesammelt, sollte ich doch mehr Fackeln brauchen. 22. Ist auch vom Gewicht her noch in Ordnung. Ich brauche immer für jede Bodenfackel brauche ich 8 Schwefel, ne? Da könnten wir uns nochmal 5 Stück quasi herstellen. Stein, Oxid. Warte mal, das Oxid lege ich gleich da drauf. Dann bauen wir hier nochmal ab. Lieber gut vorbereitet jetzt sein, weil mit diesen dummen Wolfshunden habe ich halt nicht gerechnet. Spät ist jetzt 14.27 Uhr. Im Grunde sind wir auch noch recht gut dran von der Zeit her. So, wie viel kannst du noch drauflegen? Ich glaube, bis 50 geht's, ne? Ja. So, jetzt bitte nicht jagen. Es ist halt blöd, dass man nicht wirklich was sieht, ne? Ich halte mich trotzdem wieder hier auf der rechten Seite. Aber da ist wieder die Kante, das heißt also ich muss... Jedenfalls sowieso da lang. Rabbit, ich hab dich gesehen. Achso, ist ein normaler Stein. Ich hab jetzt gedacht nochmal Oxid. Dass diese zwei Wölfe da waren. Ich habe noch den Gedanken gehabt, Mensch, lauf zu einem Felsen und hüpf nach oben, dass du einfach die erhöhte Position hast.
Aber da war ja kein Entkommen. Also so schnell konnte ich gar nicht wegrennen, weil die hatten mich zwei, dreimal geschnappt. Und schon war ich down, ne? Vor allem, du musst dann auch noch Glück haben, dass du tatsächlich dann einen Felsen erwischt, auf den du draufkommst. Weil wenn du dann hier versuchst, auf so einen großen zu hüpfen und du kommst nicht rauf, dann ist das Gleiche, ne? So. Ich habe 35 Pfeile. Das ist wahrscheinlich einfacher Fels, oder? Okay. Kohle. Mensch, blödes Viech. Vor allem mir ist aufgefallen dann hinterher auch noch, dass der eine Wolf, der war ja da gesessen, hat geheult, aber man hat dieses Heulen nicht gehört. Hör auf zu hauen. Wir sind auf jeden Fall sehr nah. Ich kann halt nicht einfach vorher abspeichern und gut ist. Aber wir waren sogar noch da unten, ne? Nein! Weiß ich jetzt keinen, ist aber auch egal. Ah, da habe ich einen, okay. Also man nimmt es auf jeden Fall mit auf. So, jetzt habe ich natürlich das Problem, ne, mit dem Wetter. Jetzt kann ich nicht lang rumtrödeln. Vor allem, na gut, es sind nur Schauer, ne? Ja, nur ist gut. Aber ich habe ja trotzdem dann Kälte, glaube ich, oder sowas. Das sind die zwei, glaube ich. Nein. Das ist ein Hirsch oder sowas. Gut. Nee, ich möchte jetzt auch eher vorsichtig machen. So. Gut. Jetzt warte mal, wir haben.
Was haben wir denn zum Verbrennen? Ich habe wieder nichts zum Verbrennen drin, ne? Okay, warte mal, dann holen wir ein paar Äste, das ist jetzt erst einmal egal. Ich habe schon gedacht, dass ich wahrscheinlich hier einen Baum fällen muss oder so. So. Hauen wir mal die Stöcke rein. Sehr viel Licht bringt es halt nicht, ne? Und ich weiß halt auch nicht, was mich hier drin erwartet. Ja. Hopefully there's a way through. But tidal forces from Minos mean subterranean networks are anything but stable. Ain't got much choice though, do you? Keine Ahnung, was du jetzt halt genau gemeint hast. Es ist aber schon saudunkel, oder? So ehrlich. So. So, schauen wir mal, ob wir uns einmal Lagerfeuer herstellen können. Können wir natürlich nicht. Wir brauchen dafür Stöcke und Steine. Stöcke ist kein Problem, Steine ist kein Problem. Siliziumerz. Sauerstoff. Wie schaut es da eigentlich aus? Habe ich noch ein bisschen. Müsste aber trotzdem abbauen. Ich möchte halt natürlich auch meinen Leichnam finden, ne? Das ist klar. Was ganz, ganz dumme ist jetzt, wir haben 17.25 Uhr. Es sollte eigentlich schon ein bisschen noch heller sein, würde ich sagen. Ich weiß ja mal nicht, was das für Tiere sind, ne? Lieber mal auf Nummer sicher gehen. Das ist auch das Silizium. So. Du rennst da rein. Schau mal, ob das Viech auch wieder rauskommt. Es wäre halt echt gut, wenn man dann auch noch so viel Zeug hätte, dass man notfalls ein weiteres Bett aufbauen kann. Ey, man sieht da drin halt gar nichts, ne? So. Einmal herstellen, bitte. Leder. Tun wir halt einmal die Stöcke hier rein. So. Ich wollte noch mal gucken hier. Und zwar Untergrund.
Minus 50 Gesundheitsregeneration, minus 25 Wasserverbrauch ist schon mal gut, aber auch minus 33% Ausdauer, ne? Es ist schon hart. Hart, härter Gerhard. So. Wir kommen bloß mit den Stöcken nicht allzu lang, ne? Das ist das Problem. Wir haben nur 4 Fälle. Herstellung für die... Für den Schlafsack brauchen wir 20. Also im Grunde wäre es ja nicht einmal schlecht, wenn das Tierchen da... sich nochmal zeigt. Fasern brennen halt gleich noch schneller durch, ne? Stock, Holz... Ach, wir haben doch Kohle abgebaut. Stapelteilen, Stapelteilen, nochmal Stapelteilen. Ich denke mal, dass 5 Stück recht lange brennt. Oh, cool. Das bewegt sich nicht einmal. Warte mal. Stapelteilen, dann reichen nämlich 2 Stück auch. Da haben wir... Eisenerz. So, warte mal, ich würde gerne hier eine Fackel hinstellen. Finde ich schon cool. So, gucken wir mal. Ein bisschen was zum Abendessen. So, und dann müssten wir eigentlich schon wieder die Zeit hier irgendwie überbrücken. Ich würde sagen, das mache ich auch. Explore the cave, find a route to the desert. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie durchkommen. Wenn wir schauen, die... Bodenfackeln, ich brauche Holz dafür. Raus damit. Wir tun hier eine Kohle rein. Das sollte eine Zeit lang ausreichen. Da haben wir auch Stöcke drin, also raus mit den Stöcken. Eine Kohle. So, ich sollte aber auch das gekochte Fleisch essen hier. Ich weiß nicht, ob das dann... Ich glaube, das ist halt immer ein Ding, was tot geht. Und das war's dann. Aber das ist schon cool, wie lang die Kohle hält, ne? Schauen wir da mal rein. Ja, ey, schau mal, das ist so gut wie nichts aufgebraucht hier. Das ist Wahnsinn. Also ein Stück Kohle. Da werden wir wahrscheinlich mehr brauchen, weil es einfach ein anderes Ding ist. Ist in Ordnung, aber ich lasse das eine Kohlestück jetzt da mal drin. Dann schauen wir nochmal hier. Die Bodenfackeln. Maximal 5 Stück können wir herstellen. Mach mal. Die sind mir nämlich echt wichtig. Dann haben wir 7, 8 Stück. 8 Stück. Das heißt, wir werden uns unseren Weg erleuchten dann. Dunkel ist es sowieso, 20 Uhr, also es ist total wurscht, wo wir lang gehen. Das heißt, wir werden das nächste Mal hier durch die Höhle schlendern und ich hoffe, wir werden auch das Ziel erreichen, ohne dass uns hier irgendein sonstiges Monstrum überfällt. Ich würde nämlich auch gerne das Eisen mitnehmen. Alles klar. Leute, lasst ein Like da, lasst Kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.